Hallo, ich bin's Björn von den drei Herren vom Film und willkommen zu meinem Review von dem Film Die Reise ins Labyrinth. Die Reise ins Labyrinth ist ein Film aus dem Jahr 1986 und ist von Jim Henson. Jim Henson sollten viele Leute bekannt sein. Der ist auch maßgeblich an den Muppets beteiligt gewesen. Also ist, glaube ich, immer noch, ich weiß gar nicht. Ja, in dem Film spielen unter anderem mit eine junge Jennifer Connelly und David Bowie. Worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um Sarah, die auf ihren kleinen Bruder aufpassen muss, die babysitten soll. Und das nervt sie unheimlich. Das Baby nervt sie und sie wünscht sich, dass Kobolde kommen und das Baby Toby, heißt es, abholen. Ihr Wunsch geht in Erfüllung. Der Koboldkönig in Rolle von David Bowie taucht auf und das Kind mit. Natürlich bereut sie sofort ihre Entscheidung und der Koboldkönig bietet ihr an, wenn sie den Jungen wiederhaben möchte, muss sie halt durchs namensgebende Labyrinth gelangen, um ihn dann am Ende wiederzuholen. Sie fliegt natürlich ein, startet ihre Reise ins Labyrinth und begegnet vielen fantastischen Wesen. Zum Beispiel lernt sie sehr schnell oder sehr früh den Kobold namens Hoggle kennen. Dann gibt es nachher noch Sir Lancelot, nee, Sir Didymot. Sir Lancelot ist ihr Teddybär. Und Lobo. Mit denen macht sie sich dann auf den Weg zur Koboldstadt, um Toby zu retten. Und ja, mehrmals begegnet sie dann halt dem Koboldkönig und anderen Figuren. Hier zum Beispiel die Figuren, ist eine, finde ich, super Sequenz. Figuren, die halt Köpfe abnehmen können oder wie auch immer. Da gibt es sehr, sehr viele davon. Und deshalb ist der Film für mich auch so besonders. Der wird von diesen ganzen Puppen, die dort drin vorkommen, getragen. Da gibt es unheimlich viele von. Sie sind mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet worden. Sie sind super gespielt worden von den ganzen Puppenspielern. Ja, was macht den Film sonst noch aus? Jeder, der sie mag, die Musik von David Bowie, der natürlich den Soundtrack zu diesem Film gemacht hat, und die ist einfach fantastisch. Ich habe die CD zu Hause und die läuft bei mir regelmäßig, weil die Musik einfach super ist. Ja, es ist, wie man sieht, eine sehr, sehr junge Jennifer Connelly. Ich habe den Film damals als Kind gesehen und fand ihn super beeindruckend. Und ist eigentlich immer noch ziemlich innovativ. Auch tricktechnisch ist er für mich immer noch sehr, sehr gut, auch wenn er aus dem Jahr 86 ist. Viel mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Außer dass ihr ihn euch mal ansehen solltet. Er ist einer meiner liebsten Filme. Ich gucke ihn immer wieder gerne. Und ja, ich habe ihn hier auf Blu-ray. Habe ihn aber, glaube ich, auch noch irgendwo auf DVD. Ich mag ihn einfach. Und ja, vielleicht rufe ich auch irgendwann mal den Koboldkönig, aber ich glaube, da habe ich weniger Erfolg als die Sarah da. Ja, das ist übrigens Hoggle. Und da er jetzt im Bild ist, bin ich raus und sage tschüss, bis demnächst. Viel Spaß hier bei den weiteren Videos. Bis dann, der Björn.